Hallo Leute, da ist 1905 hier mit Let's Play Gods of Ashes. Nachdem Casper und Maxim das letzte Mal gedacht haben, sie tun sich was Gutes, kippen ein paar Bierchen. Ja, ist das Ganze im Irish Pub irgendwie etwas eskaliert, nachdem Maxims angebliche Freundin Anne irgendwie ja, mit dem anderen rumgemacht hat. Na, auf jeden Fall hat auch Stella ein bisschen was erlebt. Ihr Vater. Ihm wurden die Leistungen vom Arbeitsamt bzw. der Agentur für Arbeit komplett gestrichen. Und ja, sie wollte sich jetzt wohl, so wie es aussieht, in der Badewanne umbringen. Ein bisschen ritzen. Und ja, jetzt spricht eine mysteriöse Stimme, die mit drei Fragezeichen betitelt wird. Wir gucken mal. Hältst du so ein Versprechen? Wer ist da? Man weiß es nicht. Ach du Scheiße. Wer bist du? Ich bin dein Freund. Ich verstehe nicht. Dein ganz spezieller Freund. Ich habe keine Ahnung, von was du sprichst. Der Tag, an dem du deine Mutter und deinen Bruder und deine Schwestern das letzte Mal gesehen hast, war der Tag, an dem wir uns trafen. Kannst du dich noch erinnern? Willst du dich noch erinnern? Lass mich dein Gedächtnis etwas auffrischen. Ich habe ein ungutes Gefühl. Was zum Teufel? Ach, jetzt sehe ich es erst. Das sollte eine 3D-Ansicht sein. Okay. Wie? Ja, und wie jeder weiß, ist das da an der Wand und auf dem Boden natürlich nur Ketchup. Ganz klar. Om nom nom. Ja, ne? Unglaublich. Die gibt doch nicht. Was ist nur mit dieser Familie los? Wie tragisch. Dieses Schauspiel. Es sind nun mal die Kinder, die die Launen der Eltern büßen. Oh, jetzt, es ist Kessler. Stellas angeblicher Freund wurde im, ich glaube, ersten, zweiten Part oder was, haben sich da ja Maxim, Casper und Stella drüber unterhalten, zwecks Freund oder Freundin, ich glaube, es war im zweiten Part. Und da hat der Stella gesagt, ihr Freund wäre Kessler. Gott, dieser Typ. Naja. Wo ist dein Vater, schönes Kind? Fort ist er zu seinem täglichen Besäufnis, seine Rettung vor diesem Pfusch von Leben. Sei es darum, ist doch zu spät um deine Liebsten und deine Kindheit. Darum betrogen an nur einem schwarzen Tag. Sag, mein Kind, was hält dich noch? Ist nicht besser zu sterben? Nein. Gefallen tust mir. Dafür du weißt, was kämpfen heißt. Dann möchtest du leben? Ja. Fein. Doch, mein Kind, du musst wissen, im Leben hat alles seinen Preis. Ich möchte dein Wort. Ein Versprechen. Was denn? Halte fest am Leben, immer weiter, was immer geschehen mag, nur das. Ja, ich verspreche es. Du hast genug gesagt. Es soll geschehen.
Oh mein Gott. Hallo, hier Notrufzentrale. Hallo, ich brauche einen Krankenwagen. Meine Mama hat was Schlimmes gemacht. Ich blute überall. Um Gottes Willen, sag bitte deinen Namen und Adresse. Stella Hartmann, Oststadt, Kastanienallee, 32. Bitte, schnell. Keine Angst, Kleine, bleib ganz ruhig. Wir schicken sofort jemanden durch. Okay. Gesagt, getan. Deine Retter sind bereits unterwegs. Danke. Schließe deine Augen, mein Kind. Du wirst im Krankenhaus erwachen. Denk an mich, dein Freund, Kessler. Und denk an dein Versprechen. Lebe, Stella. Lebe, egal was kommt. Steh zu deiner Entscheidung, auch wenn du sie vielleicht bitter bereuen wirst. Was ist hier nur los? Irgendwie hat sich anscheinend Stellas, ja, komplette restliche Familie umgebracht. Warum auch immer. Keine Ahnung. Und sie wäre anscheinend auch fast tops gegangen. Na gut. Kessler? Dieser Avatar sieht deutlich, sagen wir mal, ja, nicht so furchteinflößend aus wie jetzt das Artwork. Ja, Pixel halt, ne? Pixelgrafiken. Die machen schon viel weg irgendwie. Ich hab dich nicht vergessen. Ich hab dich nie vergessen. Du warst einfach zu lange fort. Mir scheint so. Doch nun bin ich zurück und gehe ein Nimmermehr, solange du meine verlangst. Vergib mir, ich wollte dich nicht enttäuschen, aber es hat sich nichts geändert. Dieses Leben hat mir nichts gegeben. Ich möchte am liebsten schlafen. Nur noch schlafen und nicht mehr aufwachen. Entschuldige, entschuldige bitte, aber ich kann so nicht mehr weitermachen. Niemand verlangt's von dir. Deine Einstellung ist die richtige, meine Schöne. Bleib doch konsequent. Was meinst du? Caleb weiß, was es braucht, um diesen Albtraum zu entkommen. Er kann dir helfen und bei weitem nicht nur dir allein. Woher weißt du? Ich weiß es. Es ist leichter, als du denkst. Halte dich an ihn und du kannst nur gewinnen. Ich weiß nicht, was nützt denn, wegzurennen? Ich bin ein einziges Wrack. Für wahr. Wegrennen allein kann nicht befriedigen. Es braucht mehr. Viel mehr. Davor möchte ich sie bluten sehen. Lisa, mein scheiß Pauker und meinen verfickten Vater. Dank ihnen ist die Hölle geblieben, in der ich vor mich hingammel. Ich wünschte, sie würden alle krepieren. Rache, jawohl, Rache, sag ich. Sie alle sind schuldig, sie alle sollen büßen. Du siehst, ein jenes Wesen ist nur Ungeziefer in einer verlogenen Welt. Verpönt ist der Mörder, doch schlimmer ist die Gesellschaft, die uns auffrisst und durchgekaut wieder ausspuckt. Ein keiner ihrer kennt Erbarmen. Und folglich auch nicht du. Sie alle haben es verdient zu sterben. Andere teilen deinen Hass. Und du kennst sie. Vorbei das Versteckspiel. Vorbei die Reue. Sicher, deine Flucht und Leere, deine Seele. Was? Sicher, deine Flucht und Leere, deine Seele. Schlacht das Ungeziefer und du wirst sein wie neu. Ja, yeah. Eventuell. Mal gucken. Mal gucken. Willst du eigentlich immer noch nach Südamerika? Ja, klar. Nimm mich mit. Ey, sorry, ist nicht. Ich kann nicht mehr. Ich sterbe hier ganz allein. Ich sagte, vergiss es. Wieso? Ey, Brasilien ist nichts für dich, Mädchen. Da drüben ist eine Welt, wie die dich auffrisst, wenn du ohne Plan anwackelst. Dein Leben ist vielleicht ein Kack, aber immer noch ein sicherer Kack.
Hast du eine scheiß Ahnung? Hauptsache, du bist weg und fein raus. Hey, das ist mein Ding. Ich bin nicht dein Psychologe, Baby. Wenn hier was passiert, habe ich dich nicht auf dem Gewissen. Hast du aber. Abhauen ist mein letzter Ausweg aus dieser Scheiße. Ich bitte ja nicht, dass du mich in Brasilien noch kennst. Nur, dass du mich hier rausholst. Hey, du hast doch keinen Plan, was dich erwartet. Dagegen ist Deutschland Rentnerscheiße. Selbst wenn ich wollte, hättest du Kohle dafür? Einfach mal 4 Riesen und das ist ein Freundschaftspreis. Ich bezahle dich irgendwie. Ich habe dich bisher immer bezahlt und nie angeschissen. Pff, schwingst dir ab. Bei mir wird nicht angeschrieben. Du begleichst deine Schulden direkt, kapisch? Die 4 Riesen gibt's ja wohl kaum für 6. Also, was willst du? In der Oststadt gibt's eine Pizzeria, die für Geldwäscheaktionen genutzt wird. Momentan liegt da eine Menge frisches Bares. Du gehst da rein und holst es raus. Einfach so. Ich mach's. Dachte ich doch, was? Du drehst das Ding? Scheiße, ja, ich mach's. Komm, vergiss es, war ein Scherz, nichts weiter. Der Kack ist eine Nummer zu hoch für dich. Ach, hör auf, du willst das Geld und ich hier raus. Mittlerweile würde ich sogar dafür töten. Du weißt nicht, was du da redest. Du weißt nicht, wie es ist, in meine Haut zu stecken. Ist mir todernst, aber es kommt mit seinem Preis. Du hilfst mir im Fall der Fälle noch 1 bis 2 Personen mitzunehmen und ich möchte mehr Waffen. Du tickst nicht mehr richtig, wofür brauchst du noch mehr Knarren? Fein, kannst es dir selbst holen und hoffen, dass dich keiner erkennt, falls du die Kohle dann noch da ist. Geh mal an meinen Schreibtisch und mach ihn auf. Da liegt was für dich. Meinst du die hier? Ja, mein Homie Mammut besorgt. Mit dem plane ich das schon ewig, aber bisher hatte keiner von uns die Eier. Sollte eigentlich ein Abschiedsgeschenk werden. Kriegst du aber jetzt schon. Später gibt's meinetwegen noch eine andere. Denk lieber nochmal drüber nach. Du könntest bei der Aktion draufgehen oder die Bullen kassieren dich. Keine Chance. Ich zieh das durch, entweder jetzt oder nie. Na fein. Hau jetzt ab. Ich hol dich morgen früh. Hast du sowas wie eine Maske zu Hause? Klar habe ich sowas. Schon lange. Ja, bin begeistert. Okay, wie geht's weiter? Oh Mann, ich kann's nicht fassen, was ich da mache. Naja, pass auf, es ist hier in der Pizzeria. So simpel und sicher wie möglich. Um diese Zeit ist dann nicht viel los. Dürfte ja also auch keiner beachten. Wichtig ist der Barkeeper. Der öffnet nämlich einen Tresor, aber zuerst gehst du aufs Klo und ziehst dir die Maske drüber. Dann gehst du raus und machst denen etwas Panik. Dieser Fettsack hat schwache Nerven, sollte also parieren. Nimm die ganze dämliche Truppe ins Hinterzimmer, schnapp den Zaster, schließ sie ein und hau ab. Alles klar, ich bin gleich wieder da. Pass auf dich auf, okay? Und bau bloß keine Scheiße, bis gleich. Ja, wir laden nach. Und gehen rein, würde ich sagen, ne? Pomp. Überhaupt nicht verdächtig. Verdammter Arbeitsalltag. Geht's hier zur Toilette? Gleich da hinten, Kleine. Also komische Inneneinrichtung irgendwie. Ich weiß auch nicht, wenn eine Pizzeria ist, ist irgendwie Birdie. Naja. So. Okay. Hey, da ist eine Kiste. Kein Zurück mehr. Kein Zurück mehr. Ich kann das. Ich kann das. Es muss einfach sein. Bring sie um. Ein Medikit. Die Maske ist ja cool. Okay.
Irgendwas müffelt extrem hinter der Tür. Typisch Kerle. Los, alle brav die Flossen hoch. Und das ist ein scheiß Überfall. Was? Wollt ihr mich verarschen? Nehmt gefälligst eure Dreckspfoten hoch, sonst knallt's. Was ist das für ein Gebrüll? Habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Nein! Kampf, yay. Nö, okay. Dreifachschuss. Versucht schwere Blutungen. Nö, wir machen mal Durchschuss. Blutungen sind immer gut. Dreifachschuss. Bams. So, wir müssen mal nachladen. Und Durchschuss. Tod. Sieg, fress dies. Tod. Oh, scheiße. Scheiße. Da seht ihr, was passiert, wenn man sich krumm stellt. Keine Fax mehr. Ich mein's todernst. Der Nächste, der aufmuckt, wird ohne zu zögern abgeknallt. Los, ihr kommt jetzt alle mit nach hinten. Und du da drüben, zeigst mir den verdammten Tresor. Tja. Der Fettsack hat wohl ein bisschen zu überreagiert. Du bist irre. Hast du eine Ahnung, mit wem du dich hier anlegst? Das ist kein Geld der Welt wert. Fresse! Erzähl keine Scheiße und mach das Ding jetzt auf, verdammt. Wie denn? Ich kenne doch nicht mal die Kombination. Was? Verscheiße mich nicht. Ich knall jeden einzelnen ab, wenn es sein muss. Also rede. Oh Gott, verraten Sie es doch einfach. Ich will nicht sterben. Da hörst du, spiel jetzt verflucht nochmal mit oder du endest mit einer Kugel im Kopf. Verdammte Scheiße, ich weiß sie nicht. Das hat nur der Wirt und den hast du umgebracht. Du lügst. Was? Nein, ich schwör's, zweimal im Monat kam wer und hat was raus bzw. reingemacht. Ich verwalte das Ding hier nur mit ihm, aber die Kombination hat er immer für sich behalten. Scheiße, scheiße, scheiße! Wie du willst, dann stirbst du Wichser jetzt mit ihm. Drück doch ab, das Ding geht trotzdem nicht auf. Ich weiß die Kombination nicht. Kacke, kacke! Gib mir den Schlüssel. Was? Den scheiß Schlüssel für den Tresorraum, du Penner. Sehr gut hier. Ihr verhaltet euch ruhig. Ich schwör's euch. Einen Mucks und erlebt das Massaker des Jahrhunderts. Kapisch? Ja, klar. Mhm. Schlecht natürlich, ne? Großer Gott, was habe ich mir angestellt? Was passiert hier nur? Ich bin so durcheinander. Cool bleiben. Vielleicht hat er hier irgendwas liegen lassen, das mir weiterhilft. Ich muss nur gründlich suchen. Schauen wir halt mal. Also. Nur alter, süffiger Fusel. Moment, was ist denn das? Da steckt eine Art zerknüllte Notiz. Hat es scheinbar wer vergessen wegzuschmeißen. Da steht 3,8. Das Ding kommt mit mir. Papierfetzen. Gammelige Pflanze. Ich kann jetzt nicht einfach abhauen, verdammt. Ich habe Geiseln da hinten drin. Ja, das ist wohl richtig. Ein paar olle Töpfe. Hey, man kann runterspringen. Cool. Hm, was haben wir denn da? In seiner versauten Weste ist noch etwas. Ein Schlüssel. Den nehme ich. Kleiner Schlüssel. Das ist ja ein cooles Feature, dass man auch hier drüber kann. Durchgesiebte Glatze. Stella, 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 Mensch. Kann man eigentlich dann bei der Uhr noch was machen? Nur eine scheiß Wanduhr. Scheiße, scheiße. Staubiges Geschirr. Klo. Stinkender Abfall. Also das mit dem Klo hat nichts mit Kerlen zu tun. Das sind irgendwelche Säcke. Schweinerei hier. Ich kann nicht sagen, ob das, was unter dem Plastik liegt, noch einem Stück ist. Widerwärtig. Diese Leiche müffeln. Sieht so feucht aus. Ich lasse lieber die Finger davon. Oi, 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 oi. Unglaublich hier. Keine Ahnung, was da drin liegt. Vielleicht ein fauler Schafskopf. Riecht zumindest so. Reinigungsartikel. Okay. Liegt noch stinkender Abfall. Stinkender Abfall.
Oh, da liegt ein zerknüllter Papierfetzen unterhalb der Schüssel. Hm, 6-3, nehme ich mal besser ab, mich. Papierfetzen. Nö, nee, ist doch supi, dann haben wir doch die Kombi schon. Das ist doch supi. Stella, du hast übrigens die Maske nicht auf, aber nur mal so by the way, ne? Nein, noch nicht. Wollte ich ja nur mal bewahren. Ja, ich sehe gerade wieder, der Counter ist leider schon rum, die Zeit. Wir saven. Ich bin AC105 und wie es hier weitergeht. Wird Stella den Tresor noch aufbekommen? Ja, weiß sie eigentlich, dass sie die Maske nicht aufhat. Wie heißt es immer so schön? Wir werden es erleben beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Let's Play Gods of Ashes. Bin AC105. Bis denn und ciao, ciao.